So, und da sind wir wieder bei Final Fantasy Crystal Chronicles. Wir haben beim letzten Mal Moschees Villa fertig gemacht und mir ist gerade eben eingefallen, selbst wenn wir jetzt nach Violu gehen, die haben gar keinen Schmied. Die haben nur ein SSOA-Schmied, also können wir uns das eigentlich sparen. Ja. War es noch jemand, was der Miasma Strom war, durch den wir gekommen sind? Ich glaube Feuer, oder? Wir kamen mit Feuer in Moschees Villa rein, also wird es wohl Feuer gewesen sein. Wird es wohl Feuer gewesen sein. Und ein Event. Oh mein Gott. Wen werden wir treffen? Werden wir wieder ausgeraubt? Werden wir wieder total sinnlos angestarrt? Wir gehen wie folgt vor. Okay. Eine brillante Taktik. Du bist der Beste, was? Weiß ich doch. Soll es also wohl doch ein Ehr sein. Schon klar. Hey, wie lange steht ihr schon da? Warum glotzen wir dir überhaupt an? Weil wir es können. Wir sind in einer wichtigen Besprechung. Eine unglaubliche Schleichtechnik. Was sind die jetzt, Ninjas? Ruhe, sowas können wir doch schon lange. Überblendung? Rache? Totschlag? Du mach mal langsam. Sehen wir so aus wie Kriminelle oder gar wie Mörder? Ja schon. Kommentar. Wir hätten auch gar nicht den Mut dazu. Das glaube ich schon eher. Ja. Klappe! Wir wollen nur Wertgegenstände, klar? Obwohl es meistens bei Essbarem bleibt. So sieht der auch aus, ey. Ruhe, verdammt! Auf jeden Fall nehmen wir niemandem das Leben. Davon werden wir schließlich auch nicht reich. Wenn Leben etwas wert wäre, hätte ich meins schon längst verkauft. Wunderbar. Ja, herrlich. Gute Einstellung. Ja. Wir sind gutgesinnte Räuber. Ah ja. Interessant. Ich verbitte mir in Zukunft diese miesen Anschuldigungen, klar? In das Tagebuch eingetragen. Yay, komische Menschen getroffen. Wunderbar. Sehr merkwürdige Unterhaltung geführt. Ja. Yay. Das will ich unbedingt in meinem Tagebuch stehen haben. Ja. Ja, nun denn. Kulon war mal wieder zurück. Cooler. Nach Alphitaria müssen wir nicht wirklich rein, also wieder durch den Miasma-Strom zurück. Dun, dun, dun. Ui. Können wir es schaffen, durch diesen Miasma-Strom wieder zurückzukehren? Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. Ich glaube, wir haben es bis jetzt noch nie versucht, durch einen Miasma-Strom zurückzugehen. Und das wird eine neue Herausforderung. Puh. War schwer. Puh, unglaublich, also. Ja. Ich meine, durch die Kamera einstellen und so. Ja. Jetzt nach unten gehen. Ja. Ist schon ziemlich heftig gewesen, also ich... Ja, hätte ich fast nicht geschafft. Wäre fast dabei gestorben, aber irgendwie haben wir es doch überlebt. Ja. Wir haben ganz schön Herzenunterschied, du hast 6, ich hab 4. Tja. Ja, so ein Sternenembleme und so. Wo das nur herkam. Ja. Wir wissen es nicht. Nun denn, jetzt können wir also endlich mal Bötchen fahren. Hurra, Bötchen fahren! Jetzt fahren wir über den See. Das auch. Ja. Über einen großen See. Ja, Seemeer. Mehr See. Und hier sind wir jetzt am Jägernfluss. Da waren wir schon mal, aber beim letzten Mal gab es hier kein Boot, das wir nehmen konnten. Aber es wurde uns das schon erzählt von unserem Dorfältesten. Oder was ist unser Dorfältester? Irgendwer hat es uns erzählt. Ja, es war der Dorfälteste. Dass das Bötchen jetzt hier vor Anker liegt. Ja. So, dann schauen wir noch mal, zu welchen Wucherpreisen der uns übersetzt. Boah, viel zu teuer auf jeden Fall. Hallo, Wuchermann. Wohin wollt ihr? Zum anderen Ufer bitte. Zum anderen Ufer macht 50 Öl pro Nase, na das geht ja noch. Na gut, wir legen gleich ab, also rauf auf den Kahn. Yay, wir sind auf einem Boot. Yeah. Auf geht's. Ja. Ist ein sehr langsames Boot und irgendwie ist das andere Ufer nicht sonderlich weit entfernt gewesen, habe ich so das Gefühl. Ja, ich glaube, der würde zu einem anderen Ufer fahren als dem da drüben. Ich glaube, der hätte auch hinschwimmen können. Cooler. Ja. Oder man hätte eine Brücke bauen können. Ja. Yep. Wenn wir jetzt die gesamte, Fahrtstrecke in dieser ist das der Steg? Ja. Ist das der Steg? Ernsthaft? Da konnten wir nicht mal eben rüberschwimmen? Dafür mussten wir auf das Schiff warten? Guck mal da, wir hätten sogar über die Sandbank gehen können. Ja. Was denn da? Da ist sogar eine Sandbank. Warum haben wir 150 Gil dafür bezahlt? Warum haben die ja keine Burg hingebaut? Warum ist da ein was soll der Steg denn hier? Eine Brücke! Brücke! Ich meine, man sieht den anderen Steg noch, also. Da war mal ein Schiff gebaut! Wie scheiße teuer muss das gewesen sein, dieses Schiff zu bauen, verglichen mit einer einfachen Brücke! Oh Mann! Was? Das war Schaffung von Arbeitsplätzen. Ja, aber wirklich! Ja. Unnötig! Und dann noch die Wucherei, 150 Gil! Ist wahrscheinlich irgendwie ein altes Familiengeschäft oder so, der hat den Bau einer Brücke irgendwann mal unterbunden. Ja. Ich meine, die 150 Gil kommen daher, irgendwie muss das Schiff hier wieder reinkriegen. Ja. Oh da oben ist übrigens ein Mogelbau. Ja.
Und hier vorne haben wir noch ein Schild. Rechts Anlegestelle, links Fum-Ebene. Ah, Fum-Ebene. Ah, die Karawane aus Fum haben wir ja schon mal getroffen. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal hier in das Mogri-Loch. Und noch diese sinnlosen Farmer. Ach, die uns einfach nur vollgebrabbelt haben und wirklich völlig ohne Inhalt waren. Stempelkarte, ja, Stempel, bitte. Wuhu. Schon wieder einer in einer Dreiergruppe. Mann, Mann, Mann. Wow. Diese Mogris. Die Stempel werden auch nicht schöner. Nee. Nicht wirklich. Aber immerhin sind es immer sehr kurze Besuche bei den Mogris. Ja. Zum Glück quatschen die eigentlich erstmal 5 Minuten voll oder so. Ja, zum Glück. Du willst einen Stempel? Nee. Dann musst du mir jetzt zuhören. Ja, vor allem gibt es keine 40 Sekunden Ladescreens, wenn man da reingeht. Ja, das sowieso. So, zurück auf die Weltkarte. Hier haben wir die andere Seite des Jägernflusses. Hier haben wir erstmal eine neue Stadt, von der wir gerade schon gehört haben, nämlich Fum. 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 Ist irgendwie ein bekloppter Name. Ja, Fum. Unwesentlich. Finde ich Dorf besser. Okay. Ihr, die aus dem Fum-Dorf kommt. Was? Ja, dann gucken wir uns nochmal wieder um und reden mit ein paar Leuten. In unseren jungen Jahren sind wir auch als Karawane um die Welt gezogen. Okay. Heute wie früher strahlen die Reisenden der Karawane Hoffnung und Stärke aus. Ja, ja. Oh, ich habe hier was zum Prüfen. Was? Dann prüf's mal. Ah, okay. Ich glaube, Mark hatte was zum Prüfen. Da ist doch was. Eisensplitter gefunden. Eisensplitter, hurra, besser als gar nichts. So. Jo. Kann man mit leben. Ein Selki, der das Dorf invadiert hat oder so. Girobert, Eier. Kundschaft, endlich! Das Leben hier ist so eintönig, dass ich bald verrückt werde. Ja, das ist wieder der Händler, den man nur zufällig mal treffen kann. Den haben wir schon mal in, wo war das? In Alphitaria getroffen. Der Schwarzmarkt? Ja, genau der. Was haben wir denn im Moment? Mithril hat noch keine, oder? Nee. Könnten wir hier für ganz viel Geld kaufen, das wollen wir definitiv nicht. Eisenpanzer oder so braucht keiner? Nicht, dass ich wüsste. Wo wir gerade mal hier sind, wo wir gerade Geld haben, gucke ich auch mal eben meiner. Eisenausrüstung habe ich. Ich bräuchte einen Eisenhelm, aber die Skizze dafür habe ich, die kann ich nur nirgendwo herstellen. Neues Schild wäre vielleicht mal nicht schlecht. Verkauft er, glaube ich, nicht. Hab ich denn meine? Ich spreche währenddessen mal. Die Frauen in, der großen Stadt tragen alle so schicke Kleider, dass ich manchmal neidisch werde. Aber dann denke ich an mein Getreide und an all das Gemüse, das hier auf mich wartet. Ich habe noch eine Bronzerüstung, hier vielleicht eine Eisenrüstung gebrauchen. Mit meinen Brüdern kann ich den Dieb vielleicht fangen, aber was dann? Kaufst du denn noch eine Eisenrüstung, ja? Ja, ich habe bisher nur eine Bronzerüstung, kann aber glaube ich nicht schaden. Ja. Wenn du gerade mal da rum tuckerst, kann ich eigentlich mal gucken, was ich hier in meinem Inventar habe. Gepperwaffe. Eisenpanzer brauchst du nicht kaufen, ich hab's. Jetzt habe ich schon gekauft. Zu spät. Nein! Ja, gut. Dann halt nicht. Ja, dann kann ich doch den Schmuckkoffer verkaufen, weil ich mich noch daran erinnere, dass es, glaube ich, nur für Frauen war. Ja. Und wir haben irgendwie keine weiblichen Charaktere, hilft doch nicht so richtig. Ja. Ich bin so vergesslich geworden. Ob ich zu viel arbeite? Ja, schon. Offensichtlich. Ja. Hey, da steht noch jemand. Ah, nee, mit der habe ich gerade eben schon gesprochen. Schon gut. Neddy. Interessanter Neddy. Name. Aber na gut. So, hier noch jemand. Hier ist ja viel los. Ich würde sagen, irgendwie die Häuser sind alle verlassen, die stehen alle so. Achso, sie sind gerade auf dem Feld arbeiten. Ja. Ja, gut, macht Sinn. Nein. Nein! Arbeiten! Arbeiten macht nie Sinn. Fum-Äpfel. Streifenäpfel, besser gesagt. Ja. Da ist so ein Kristall, können wir den nicht klauen? Ja. Und bei uns ins Dorf reinsetzen. Und hier ein neues Level kreieren? Ja. Wow. Ist das wieder Neddy? Ja. Ja. Warum hört die nicht auf, mal rumzulaufen? Sag uns Bescheid, wenn ihr den Apfeldieb seht. Neddy und Eddie, ja. Und das ist Style. Style, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ein Dieb aussieht. Ich habe ja auch noch nie einen gesehen. Ah ja. Ah ja, interessant. Ja, könnte nur sein. Ja. Wir haben keinen Dieb in der Gruppe. Keine Selkis hier. Ja. Das ist bestimmt der Schwarzmarkthändler, der die ganzen Äpfel geklaut hat. Ja. Und hier vorne haben wir einen Brunnen und da steht noch jemand. Paula. Einer hier im Dorf wird von Tag zu Tag dicker und das finde ich sehr verdächtig. Mhm. Ja, weil Äpfel ja auch so dick machen. Irgendwie lief da gerade noch jemand rum, aber wir kommen da hinten nicht hin. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ja. Der ist direkt mal abgehauen. Ich glaube, der ist gerade da oben rausgegangen, oder? Ja. Jagt ihn! Guck Gesprächspartner! Nee, soziale Kontakte! Kommen wir nicht dran, schade. Ja. Haben die uns da einfach ein Krater hinter der Karte versteckt? Frechheit. Wir sehen ja die Stadtkarte und wir sehen, dass wir da hinten gar nicht hinlaufen können und sollten. Da hinten ist gar kein Gebiet, auf dem wir uns bewegen können. Kommt noch mehr! Guck mal, Lilties. Meine Frau liebt die Großstadt, aber sie wird sich an diese Idylle gewöhnen. Mein Mann weiß das Leben in der Großstadt gar nicht zu schätzen, ich will wieder zurück. Vom Schwarzen Ritter gibt es wohl gar nichts Neues, wo der wohl geblieben ist.
Grail Boys. Ey. Urlaub? Ja, muss ja auch mal sein. Ja. So ein schwarzer Ritter muss man Urlaub machen. Wenn man den ganzen Tag verrückt durch die Gegend wandert und Leute umschmetzelt, dann will man doch irgendwann mal Pause, ne? So, eine ja. Kuh, eine Kuh. Ich glaube, naja, das war's, oder? Kuh, ne? Kommen wir da auf das Feld drauf oder so? Weiß nicht. Ah, hier ist ein hier ist vor allem ein Mogribau, an dem wir gerade eben vorbeigelaufen sind. Der ist eigentlich recht auffällig, wir sind weit dran vorbeigelaufen. Sind wir dran vorbeigelaufen? Ja. Beweg dich! Ja, richtig. Wuhu, ein weiterer Stempel. Wuhu, oh, wir haben eine Zweiergruppe fertig und können wieder ein Spiel spielen. Aber ist immer noch, wie gesagt, ne? Ein Spiel für den Gameboy, von daher, ne? Ja. Nicht so richtig sinnvoll, ich. Nochmal bitte. Upsa. Ja, ich hab sogar vorgelesen und trotzdem gedrückt. Ja. Verstanden. Nein! Flucht! Ich drück einfach nur den A-Knopf. Fluchtartiges Weglaufen. Ja. Wunderbar. So, dann können wir uns noch, ja, weiß ich nicht, können wir uns hier vorne noch umgucken? Weil also hier die, ist Rundgang. Die Karte zeigt an, dass man hier rein soll. Ah, mein Mann, achso, wenn mein Mann doch auch mal an was anderes denken würde als an seine Kühe, haben wir mit der nicht eben gesprochen? Weiß ich nicht. Nee, da gibt's auf jeden Fall keinen Eingang rein oder so. Aber wir können bestimmt noch irgendwie mit Bertha sprechen. Bertha? Bertha. Im Moment hier vorne waren wir doch noch nicht. Hier vorne können wir, kommen wir vorne rein? Ich glaube, hier vorne können wir auch rein. Hier sind noch Leute und so, ne? Ja. Willkommen in Fum! Viel gibt es hier nicht, aber man hat zumindest seine Ruhe. Achso, wir sind hier oben rechts ist der Eingang und wir sind einfach direkt links oben den ganzen Kreis rumgelaufen, deshalb. Deshalb, ja. Die tollen Spezialitäten aus Fum stärken Geist und Körper eines jeden Reisenden. Kann sein, dass Fum größer ist als Alvitaria. Da kann man einkaufen. Was gibt's denn hier schon? Direkt mal Sturm. Hier gibt's jede Menge Essen. Wollte gerade sagen, hier gibt's nur Essen zu kaufen, das Und nicht mal Fleisch. Ja, ich denke. Im Übrigen, wir haben zwar alle unsere eigenen Geschmäcker, aber je mehr wir von einem bestimmten Essen essen, desto mehr mögen unsere Charaktere dieses Essen und irgendwann mögen unsere Charaktere einfach alles essen, genauso gerne wie jedes andere Essen auch. Ja. Aber wir benutzen sowieso keins, denn wir haben Vita. Und hier vorne kommt man noch auf das Feld. Ah, das ist das schon. Hier kommt man also da rein. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwen treffen oder jetzt kann so. Jetzt kann ich mit meiner Waffe gar nicht die armen Kühe schlachten. Ein bisschen Fleisch holen. Ach, schade. Schade aber auch, ja. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, hier auf dem Feld ist gar keiner, außer den Kühen. Ich wollte gerade sagen, sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwas Interessantes gäbe. Vielleicht können wir hier irgendwo irgendwas überprüfen. Achtet mal darauf, ob irgendwo Prüfen auftaucht. Das ist auf jeden Fall, ne, mit der habe ich gerade eben schon nach außen Und du hast gerade was gekauft. Ups. Wie schick ist deine Eltern? Ich schätze, du hast gerade Milch gekauft. Aha. Für 50 Geld oder so. Sprich mal mit dir, wenn man. Nee. ja, jetzt verkaufst du mir nichts mehr. Scheinbar hast du gerade. Ich von meine Eltern. Ich glaube, es war irgendwas mit 50 Geld. Oh, hier sitzt noch jemand. Vielleicht habe ich eine Kuh gekauft. Ich vergesse in letzter Zeit einfach alles. Nur wie meine Kühe heißen, weiß ich noch. Okay, wie heißen denn deine Kühe? Jede Kuh hat ihren eigenen Charakter. Sie sind nicht friedlich, sind sie nicht friedlich, meine Kühe? Ich liebe meine Kühe. Sie sind wie meine Kinder. Dann sagt er jetzt jedes Mal was anderes? Jede Kuh hat ihren ganz eigenen Charakter. Nee. Sie sind nicht alle gleich, wie manche denken. Okay. Ja, interessant. Ja. Wunderbar, ich frage, was ich da gerade eben gekauft habe. Ja. Ich glaube mal, dass es eine Kuh war. Wer weiß. Ich glaube, dein nächste Brief bringt Ausschluss. Wenn ich gleich eine Kuh bei mir zu Hause habe, ne? Sie wolltest du auf jeden Fall meinen Eltern schicken, also. Ja, in das Tagebuch eingetragen. Wir waren ein Fumm, wir haben eine Kuh gekauft. Ich bin echt mal gespannt. Interessant. Das wird noch eine Überraschung in der Zukunft. Naja. Gut, dann reisen wir mal in das nächste Gebiet. Das da ist. Celepation. Toller Name. Celepation! Oder so ähnlich. Oder sowas, ja. Moment, wir nehmen mal kurz einen Umweg, um zu gucken, welche Elemente es hier vorne gibt. Hier treffen wir erstmal noch irgendwo. Vor allen Dingen gibt es hier erstmal eine kleine Zwischensequenz. Wuhu! Ja. Wir treffen wir dieses Mal die Karawane aus Fum, das wäre mal sinnvoll. Oh, tatsächlich. Oh, oh mein Gott. Hallo, ist das Wetter nicht wunderschön? Nee, ist bestimmt zu warm. Und schaut nur, wie stark und kräftig die Natur atmet. Bestimmt haben alle Pflanzen eine ähnliche Kraft wie der Mürrebaum. Wollen wir unter der warmen Sonne zusammen essen? Nein. Die frische Luft hat uns hungrig gemacht. Warum habt ihr schon zwei Tropfen? Wir haben auch Sternäpfel aus Fum dabei. Ja, gerne. Man mag das uns Sternenäpfel, gibt uns Sternenäpfel. Und wie er durfte, mag sich alles aussuchen. Streifenäpfel von vorhin. Das Einpflanzen macht Spaß und die Erde hier ist reich an Humus. Streifenäpfel erhalten. Jawohl. Yay, das Tagebuch getragen. Wenigstens kriegen wir mal was von diesen Zwischensequenzen hier. Ja. Ich schätze mal, Mark hat jetzt den Streifenapfel erhalten. Keine Ahnung, auf jeden Fall
durfte Max wieder alles entscheiden. Ja. Warum darf der alles entscheiden? Keine Ahnung. Spieler 3. Der darf gar nicht entscheiden dürfen. Ich bin Klavat, man redet gern mit mir. So, ja. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir erstmal die Dämonenstätte. Auf der es scheinbar keine Elemente gibt. Ja, gut. Und der Strom selbst ist Erde. Das heißt, das können wir hier nicht erlangen. Oh. Müssten wir... Nee, ist im Moment unmöglich für uns dadurch zu kommen. Ja gut, also wir haben jetzt zwei Level, die wir machen können. Fangen wir trotzdem erstmal hier vorne an, weil ich da gerade schon angekündigt habe, dass wir da reingehen und so. Ja. Also, auf geht's nach Selepation. Wuhu. Yay. Das nächste Level, die nächste Welt. Wie schwer wird der Tau hier zu ergattern sein? The wind is strong here. Legend has it that from this cave, each and every gust of wind is born. I wonder why the wind here chills my face. It must have been born just moments ago. Perhaps it will blow across the land, growing warmer with each memory it gathers. The wind then plays its part by carrying those memories everywhere it goes. And once it is finished, here it shall return. Die Höhle Selepation. Selepation. Selepation Cave. Hurra! Nun denn, rüste ich wohl mal wieder meinen Eisring aus, falls er nicht generell sowieso jetzt in meiner Kommandoliste fest drin ist. Doch, der ist jetzt generell fest in meiner Kommandoliste drin. Also mein Eisring ist noch da, wo er sein sollte. Ja. Bereit! So ein Vita-Ring wäre mal schön. Ich habe übrigens die normale Karte. Ich habe die Gegnerkarte. Ich sehe noch nicht. Rechts und links ist ein Gegner. Wunderschön. Rechts sind ganz viele Gegner. Nice! Ha, so, super. Geniale Spezialattacke, die du da ausgeführt hast. Du hast den Gegner aus meinem Eis befreit. Ich hasse dich. Oh. Puh, wir können schon wieder Eisrar wirken. Eis. Und die Stamme war irgendwie so ein bisschen schlecht. Ja. Ich hol mal gerade auf. Gute Idee. Haha, eingefroren. Bam, eingefroren. Mist. Diese Viecher, die hier so rumfliegen, sollte man am besten mit Magie erledigen. Weil sie einen schocken bei jedem Angriff. Und hier vorne haben wir übrigens Blitz. Und da vorne ist Vita. Wir haben hier vorne Blitz rumkullern. Vita. Ja, erstmal Vita aufheben, ist vielleicht wichtiger. Wunderbar, wunderbar. So, wenn man gerade mal nicht hinguckt. Ja, ja. Ja. Hier vorne haben wir noch eine Buntraube. Wunderschön. Ja, wunderhübsch. So, erstmal wieder auf Eis wechseln. Sehen wir, ja, wir sehen Gegner. Ah, fliegen die Gegner vor allen Dingen. Haben wir jemanden Blitz? Na, Moment, du. Oder? Nein, ich hab Eis. Aha, eingefroren. Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vita! Puh, so knapp. Hast du ihn gerade... Nee, hast du ihn nicht. Ich dachte, du hättest ihn gerade mit Blitz besiegt. Ja, ich, der Hypermagier. Ja, deswegen. So, haben wir jetzt Blitz? Und ja, wenn das Ding mich nicht ständig angreifen würde, wäre ich ja Carsten. Das sind die einen umhauen. Ja. Und schon ist erledigt. Wunderschön, ein nicht geteiltes Gravitas. Ja, war doch noch schön. Oh, ein Ballon, das halbe Herz, das dir fehlt. Ja, ist immer hier vorne geht's schon zu einem Gebietswechsel. Ha. Naja, laufen wir halt durch. Immer da an der Wand lang. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber irgendwie hat sich mein Satz unterwegs geändert. Passiert. Ne? Und so. Jo, weiter geht's. Schatzkarte. Dann müssen meine die Gegnerkarte sein. Haben wir eine Statuskarte? Nee. Schade. Also ich sehe gar nichts bei mir. Ich glaube, irgendwie so ein bisschen versteinert. Ja, und da hinten fliegt ein Sanitas rum. Hey! Ja, ich bin vergiftet. Achso, deswegen. Hab nichts gesagt, schon gut. Ich ziehe meine Beschwerde zurück. Das heißt, wir haben hier eine sehr merkwürdige Abwandlung von Cockatrices. Kannst du mit Sanitas nicht unser... Okay, jetzt sind wir schon nicht mehr vergiftet. Fische. Nahkampf! Das ist ein Fisch! Wir springen uns die Fische auch noch an. Seid froh, dass ich generell nicht im Nahkampf bin in diesem Spiel. Für die ganze Zeit nur dumm rumschreien. Hier ist übrigens eine Sackgasse. Ja, sieht zwar aus, als könnte man da durchlaufen, aber kann man nicht. Ja, so breit genug wäre die Stelle. Irgendwie schon, ne? Ja. Erstmal auf den Eisring wieder gehen. In Erwartung auf den nächsten Gegner, ist aber keiner in der Nähe. Ne, ich sehe auch keine im Moment. Oh, okay. Da ist jetzt Fische. Der ist aus dem Wasser rausgesprungen. Ist wahrscheinlich schwach gegen Blitz, aber gut.
Eis muss reichen. Eis. 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 Mit dieser Giftart. Irgendwie greifen die Gegner ja nicht genug an. Ich muss nicht genug heilen. Ich muss viel angreifen. Na ja, gut, dann nehme ich es halt. Vielleicht ist doch eigentlich der Lilti-Part zum Aufheben. Und so. Eis. Ja, stirb, Monster. Und du gehörst nicht in diese Welt. Uhu, eine Sternenmöhre. Freude. Hier vorne ist eine Sackgasse. Ja. Links könnte noch was sein. Hat jemand die Schatzkarte? Nee. Also, nein, wenn ich sie hab, dann sehe ich keine Schatzkarte. Ich hätte nur die normale Gegnerkarte. Ja, dann hast du die Schatzkarte auf jeden Fall. Gut, gut. Hier sollten doch bestimmt gleich wieder Fische auftauchen. Jawohl. Ja. Fisch! Das war doch relativ auffällig. Eis! Naja, da war halt ein Wasserbossen. Ja. Eis! Wunderbar. So wie Marine Devimon. Ich denke mal. Ja. Schätze? Nö. Dann nicht. Noch ein Fisch! Was zur Hölle? Ob die hier unendlich lange rausspringen, solange bis man sich denkt, ich gehe mal weiter? Ah, gute Frage. Noch mehr Gil. Naja, dann könnten wir unendlich viel Gil hier dran holen. Ich zweifle es also mal. Na, ich auch. Sonst ist allgemein unendlich viele Gegenstände. Ah ja, natürlich. Wenn ich gerade mein Eis wegpacke. Ah nein, ich bin vergiftet. Finde ich gar nicht gut. Sanitas. Irgendwer ist da ausgerechnet. Nee, ich stand schon in der Vita. Achso, deswegen. Gut, dass er vergiftet sich denkt. Ich nehme mir den Pot mit, damit er gleich wieder fallen ist. Ja. Hab ja Sanitas dafür. Können wir ja alles regeln. Ja, ich würde mal sagen, wir haben relativ viel Zeit damit verbracht, draußen rumzurennen. Also machen wir an der Stelle hier erstmal eine kleine Pause. Und sehen uns beim nächsten Mal an dieser Stelle dann wieder. Also, bis dahin. Ciao. Aloha. Tschüss.